So schnell kann man gar nicht filmen, wie die hier spielen. Das ist bereits der dritte Satz von Benes gegen Schuller. Und er hat zumindest die letzten beiden Sätze komplett ohne Gegenwehr gespielt. Völlig unverständlich. Hat ein gutes erstes Einzel hier gemacht. Und jetzt gegen Benes einen ganz passablen ersten Satz. Dann den zweiten sogar gewonnen, glaube ich. Und danach war gar nichts mehr. Danach war Blackout ohne Ende. Nichts, was sich gelohnt hätte zu filmen. Nichts, was man versäumt hat. Das war dann auch schon der 9. Punkt in dieser Tischtennis-Oberliga-Begegnung zwischen Roland Wittmann und seinen Mannen vom TSV Winsbach. Irgendwelche Kommentare fällig, Herr Staudacher? Nein. Ein Mann ist sprachlos. Ja, völlig heute. Aber der Erfolg ist eingetütet. Ja. Irgendwelche Ersatzleute bei den Münchnern, weißt du was? Die Nummer 1 hat gefehlt. Nummer 1. Genau. Und dementsprechend war der Sechser Ersatzmann. Genau. Wer ist der Einser? Der Daniel Rinderer. Der Rinderer. Naja, dann. Also die Münchner, die zweite Mannschaft, hat mit Daniel Rinderer einen der besten deutschen Nachwuchsspieler. Weiß gar nicht, ob der überhaupt schon über 15 ist. Auf jeden Fall keine 18 natürlich. Der ist sicherlich wieder mit höheren Aufgaben unterwegs. Und ganz abgesehen davon, dass der hier eventuell 3 Punkte hätte machen können, 2 Einzelnen dann doppelt, muss dann natürlich, wenn der Einzel fehlt, alles aufrutschen. Und an 6 muss ein Ersatzmann spielen. Und der war, das hat man gesehen, nicht Oberliga-tauglich. Das sind dann schon alleine 6 Punkte, die einen da bekommen. Wenn der auch im Doppel nichts gewinnt. Sehr hochklassiges Match hier, das sieht man schon, der kann es noch, der Wolfgang Köppel. Ist zwar auch nicht mehr der Jüngste, war vor, was weiß ich, 10 oder mehr Jahren, gefühlte 20 eher in Bayern Spitze, ganz oben. Ganz vorne in der Mitte. Sein erstes Einzel gegen Dennis. Hat ihn schon. Und jetzt muss Martin Bindatsch kämpfen, die eigentliche Nummer 1. Der Winsbacher, wenn ich es richtig gesehen habe, lag er bereits mit 0-2 in Sätzen hinten. Ich bitte ein bisschen zu entschuldigen, wenn ich über das Spielniveau, das hier herrscht, gelegentlich auch mal harte Worte gefunden habe. Ich bin da vielleicht etwas verwöhnt. Voll. Nicht ganz einer Woche. Also am Freitag, den 8. November in Hildburgstein, als die Hildburgsteiner sensationell gegen eine Erstliga-Bundesligamannschaft im Pokal gewonnen, 3-1. Als sowohl Alexander Fleming als auch David Petre den rumänischen Ex-Nationalspieler Czoli schlugen. Und Christ den rumänischen Nationalspieler Unor Josh.
Und dann noch ein dritten der Spiele mit Altmeister Torben Mosig, wo man auch recht anspruchsvolles Tischtennis gesehen hat. Also vielleicht bin ich etwas zu sehr verwöhnt und die Kommentare, die ich da heute gebracht habe, etwas zu hart. Man möge mir das nachsehen. Ganz abgesehen davon, dass ich ja wieder anhand des Bildmaterials sein eigenes Urteil bilden konnte über den einen oder anderen Ballwechsel, den ich nicht unbedingt oberligareif fand. Man muss dazu sagen, ich habe es ja schon erwähnt, ersatzgeschwächt die Bayern. Die mussten alle aufrücken, weil Daniel Rinderer fehlt. Der sechste Mann dann. Also, ich schätze mal, eher Landesliga tauglich wie Bayernliga tauglich. Aber hier wird es nochmal richtig spannend, denn das Spiel zählt zuerst. Der Sieg der Wilsbacher ist bereits zu Hause. 9-1 oder 9-2, je nachdem, wie das hier ausgeht. Benes hat den Siegpunkt schon gemacht. Der aber eventuell gar nicht mehr zählt, wenn Binder dieses Spiel gewinnt. Wenn er verliert, geht es 9-2 aus. Wie man sieht, Stony TV mit zwei Kameras unterwegs. Das ist die eine, die filmt Stativ. Das komplette Spiel von Martin Bindertsch. Und das findet man unter YouTube dann, wenn man googelt. Und zwar entweder direkt bei Google, da kann man auch eingeben, YouTube, Stony TV. Bei YouTube selber einfach Stony TV. Und dann Winsbach. Bayern München 2. Und dann ist man bei diesem heutigen Match. Und dann kann man sich, wenn man ganz informiert ist, noch die Namen heraussuchen. Also hier Martin Bindertsch. Und dann hat man auch das Stativvideo. Alle mittlerweile 5 Sätze. Und man sieht dann solche Beispiele wie den hier auch etwas genauer. Die Kamera, die hier ist da etwas zu weit weg. Vielleicht pirschen wir uns auch noch mal ran. Tischtennis-Videos auf Stony TV. Also es funktioniert nicht immer, sie unter Stony TV zu finden. Die meisten Videos beginnen mit dem Suchwort Tischtennis oder Tabletennis. Ein Datum ist so gut wie immer dabei. Das Spieledatum, das man halt öfter auch mal nicht mehr weiß. Aber was auch immer dabei ist, sind die Namen der Mannschaften. In diesem Fall also Winsbach und Bayern München. Und größtenteils auch die Namen der Spieler. Das waren heute die Nummer 3, Kinan Birkmann. Im hinteren Parkplatz Andreas Steidacher. Die Nummer 4, Roland Wittmann. Nee, der spielt sogar hinten, oder? Roland Wittmann, weil ja im mittleren Parkplatz der neue Mann spielt, Kinan Birkmann. Hier. Und ebenfalls Mitte, Konstantin Kostadinov. Ich versuche da so viel wie möglich Daten durchzugeben, das sind aber alle ohne Gewehr. Der alte Mann, der hier spricht, ist fast 65 Jahre alt, hat schwer mit Alzheimer
Parkinson und allen möglichen Störungen zu kämpfen, die man so im Alter hat. Deswegen immer nur als Anhaltspunkt nehmen, aber sicherheitshalber nachfragen, googeln, sich Informationen holen. Unter den Zuschauern die Mama von Kenan Bergmann. Da haben wir sie. Melody! Aus dem wunderschönen Namen Melody Herz. Die Stütze da, die Stimme ist nicht so hochklassig wie der Sohn, aber auch recht gut. Schiedsrichter ist Bayern-Schiedsrichter Obmann Roland Vogt aus dem beinahe benachbarten Rotenburg. Auf dem Kanal Reinhard Steinbrecher. Pseudonym ist Talk With Me 13. Ein Wort, Talk With Me, und dann 1 und 3 drangehängt, ohne Zwischenpause. Auf diesem Kanal sind mittlerweile über 30.000 selbstgetriebene Tischtennis-Videos. Unter anderem sehr empfehlenswert, unbedingt angucken, DTTB. Viertelfinale. Die Zweitligamannschaft des TV Hildesheim spielt gegen die Erstligamannschaft, den ehemaligen deutschen Mannschaftsmeister, Champion League Teilnehmer. Es war Werder Bremen. Verletzungsbedingt Basti Steger nicht dabei. Nummer 20 der Welt, Nummer 1 bei den Bremen. Dennoch ein sehr starkes Team, denn die Nummer 2 und an diesem Abend Nummer 1 Konstantin Czepi, ehemaliger rumänischer Nationalspieler, aktuell sogar Bundesliga-Bilanz besser als Basti Steger, und der befindet sich ja seit Rio eigentlich in einer Bombenform. Da hat er zumindest sehr stark gespielt, kurz danach dann wieder ein bisschen geschwächt gegen Saarbrücken. Weiterhin hatten sie dabei Kirill Skaschkov, den Russen, und Uno Josh. So, und das war dann noch ein zweiter Ehrenpunkt für die Münchner. Wolfgang Köppel, er kann es schon noch, so ist das nicht. Long Hino gratuliert. Fazit, Martin Bindertsch 1:1 heute. Damit bester Spieler an diesem Abend, Vinisch. Alles sauber, Jungs! Der neue Zugang aus dem Gespräch.